Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Florian Silbereisen und Beatrice Egel. Gesundes Baby nach vielen Tagen im Krankenhaus. Abonnieren Sie den Kanal, um über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben. Bitte kommentieren Sie, damit wir die Qualität der Videoinhalte verbessern können. Neueste Informationen aus dem berühmten Sender: Der Fötus im Mutterleib von Beatrice Egli ist noch gesund, während Beatrice Egli positiv auf das Coronavirus ist. Auch heute noch wird das Baby von vielen Ärzten im Krankenhaus aktiv gestaltet. Der Gesundheitszustand der Sängerin Beatrice Egli ist mittlerweile sehr positiv, obwohl sie immer noch Atembeschwerden hat, ist die Gefahr gebannt. Laut der Ärztin, die sich direkt um Beatrice Egli kümmert, teilte das mit: Derzeit ist Beatrice Egli dachter außer Gefahr. Muss sich aber in den kommenden Tagen noch mehr anstrengen. Wir wünschen Beatrice Egli alles Gute, damit sie sich bald erholen und zu allen zurückkehren kann. Kehre mit aller Freude zum Publikum zurück. Nach aktuellen Informationen teilte Beatrice Egli den Medien mit, dass Beatrice Egli versucht, Schwierigkeiten zu überwinden. Beatrice Egli übt noch jeden Tag, um diese Epidemie bald zu überwinden. Versuchen wir alle gemeinsam, diese schwierige Zeit zu überstehen. Beatrice Egli hat den Leuten auch geraten, vorsichtig zu sein, um überfüllte Orte zu vermeiden. Auch Florian Silbereisen verbringt ihre ganze Freizeit damit, sich um Beatrice Egli und ihr Baby zu kümmern. Auch Florian Silbereisen hatte dem Publikum und dem ungeborenen Baby von Beatrice Egli viel zu sagen. Als Beatrice Egli zum ersten Mal von dem Baby hörte, war sie auch sehr verwirrt, weil sie nicht wusste, ob das Baby eine Wirkung hatte. Das zweite Mal, als sie ein negatives Ergebnis bekam, war Beatrice Egli wirklich glücklich und lächelte glücklich. Viele Ärzte waren auch sehr nervös, wenn sie die Ergebnisse in den Händen hielten und verstanden nicht, was los war. Als wir die guten Ergebnisse hörten, waren wir alle über den Gesundheitszustand von Mutter und Kind beruhigt. Auch Beatrice Egli war überglücklich, als sie die Nachricht von ihren Zwillingen hörte, denn vielleicht war diese Nachricht die glücklichste ihres Tages. Vielleicht wartete er, um Beatrice Egli Gutes zu besorgen. Gutes. Helene Fischer war überrascht über das Erscheinen zweier Kinder in ihrem Leib. Obwohl Helene Fischer sehr verärgert war, war sie dennoch glücklich. Immer noch verliebt in Florian Silbereisen, aber auch glücklich, dass ihre jüngere Schwester verheiratet ist. Teilte mit den Medien Beatrice Egli sagte, dass Florian Silbereisen derzeit Probleme hat. Bitte hinterlassen Sie unten einen Kommentar, damit wir den Inhalt verbessern können. Wünsche dir Momente der Entspannung und des Spaßes. Wir sehen uns morgen in den neuesten Nachrichten.